Irgendwo habe ich bestimmt noch ein paar Pfeile. Da nehme ich mal noch 30 mit. So aus Sicherheitsgründen. Und dann müssen wir für die Bären-Sache so in die Richtung. Das wär's. Ich hätte jetzt natürlich den Helm und so das zu Hause lassen können. Das ist in der Tat korrekt. Aber auch alles egal. Ich glaube, das nächste, was kommt, sind dann... Ja, ich habe euch schon gehört. Ich bin mir sicher, dass man hier mal irgendwie drauf konnte. Aber... Ich weiß nicht mehr wie. Keine Ahnung mehr. Ich laufe einfach mal vorhin weg. Ich habe keine Lust, mich da mit denen zu kloppen jetzt. Ich bin schon wieder außer Atem. Glaubst du nicht, ne? Hier haben wir Ameisen. Hier ist, da ist das, das muss da so sein. Da ist die Hecke. Da könnten wir dann auch gleich mal bei dem Heckenbecken gucken. Ob ich da sterbe oder nicht. Mag ich gern. So ein Quatsch. Ich habe meine Gasmaske zu Hause gelassen. Das sollte mir... Irgendwas hat mich entdeckt. Was ist los? Ach, das hier. Mit euch hatte ich ja länger keinen. Rennst du jetzt ein neues Weg von mir? So läuft das aber nicht. Also hier oben war ein Bombardierkäfer, ne? Irgendwo hier dürfte das gewesen sein, oder? Hinten laufen Larven rum. Ich versuche mal den Bombardierkäfern auszuweichen. Hat das gut funktioniert? Ich bin mir unsicher. Belaber nicht so viel, Diggi. Wir müssen jetzt Bären sammeln. Zaggi. Wir machen das vielleicht. Ja, geht. Kann man machen. Habe ich den Pfeil eingesammelt? Ich hätte da Ideen. Das hätten wir auch. Hervorragend. Geben Sie mir meinen Pfeil. Und dann brauche ich... Ich brauche auf jeden Fall noch ganz viele davon. Also so viel wie eigentlich hier rumhängen nach Möglichkeit. Ich habe da vorne noch welche gesehen. Ja. Die hängen aber stellenweise sehr stramm weit oben. Wir werden gucken, ob das was wird. Und da hängt schon mal eine. Gut. Das war wieder ein Schuss für... Galerie. Die hat Blutsch gemacht. Die ist reif. So, dann noch die. Und dann machen wir noch die. Und dann brauche ich ein Hacktool. Und dann sammeln wir Bärenbrocken. Und nach Möglichkeit eine Pfeile. Das wäre auch ein Traum. Ist ja nicht so, dass die umsonst wären. Ich muss dann wieder auf der Distel klettern und 10 Millionen Distelstacheln sammeln. Oh, das hat ja bis hierhin gut funktioniert. Daher sehe ich noch eine. Mal gucken, ob ich die... Das hat wunderbar funktioniert.
Alles gut. Kommst du ran? Geht. Funktioniert. Ja, wo sind wir denn weiter? Da hängen noch welche. Moment. Wir überprüfen kurz, ob das von hier irgendwie machbar ist, die erst überhaupt mal zu sehen. Die sind einem durchgestürzt. Das ist hervorragend. Oh, gib mir meine Beeren. Meine Beerenbrocken. Hi. Warum? Hättest mich einfach mal in Frieden gelassen. Dann hättest du weiterleben können. Da war da doch eine. Wo ist die denn hin? Ich sehe sie nicht. Es ist alles im Blitz. Na, da hängt sie doch. Die ist auch geerntet. Yay. Wunderschön. Wie viel habe ich denn jetzt? Inventar. 40. Naja. Ja, ich muss mal gut, man muss die auch auf dem Trockengestell erstmal zu Bärenleder verarbeiten, ne? Das ist ja dann auch noch so ein Moment, den ich da mit rumstehen verbringe, quasi. Aber umso... Hä, warum lichten die jetzt dahin? Das verwirrt mich. Aber okay. Bin ich mir sicher, dass das die einzige war? Ja, anscheinend. Okay, jetzt habe ich... da hinten hängen noch welche, aber ganz ehrlich, ob ich jetzt noch welche brauche, sehe ich noch nicht. Da oben... Das ist so ein Ding. Da ist auch eine Spinne. Okay, ich gehe mal hier rüber. Ich wollte ja noch mal gucken, ob man irgendwie auf das Ding da kommt. Ja, vermutlich. Da muss ich aber auch wahrscheinlich auf den Baum, ne? Warte. Okay. Ja, alles klar. Captain Kiesel hat's wieder verkackt. Er finden wir ich nicht. Moment, wir müssen auf den Baum und nach links. Also das heißt, wie kommen wir denn auf den Baum? Ich werde das jetzt überprüfen. Nach Möglichkeit, ich weiß nicht mehr so hundertprozentig, wie es war. Das war, glaube ich, war das weiter hinten oder war das da? Oh, ich habe den Weg, ich habe es nicht mehr im Kopf. Das mögt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber... Moment. Ich muss kurz sentimental über die Sache nachdenken. Da kommt man zumindest auf so einen Baum. Über das Ding. Und das, ich werde es einfach mal machen. Ich meine, was soll ich jetzt letzten Endes tun? Ich könnte jetzt lamentieren, aber ich muss ja irgendwo das Leuchtfeuer aufstellen. Ich werde das jetzt einfach mal probieren, indem wir jetzt hier über die Gartenschere... Ganz wunderbar, Mate. Ich will nicht mit einer Fernkampfwaffe hier im Gestrüpp rumhängen. So, Moment, jetzt müssen wir... Nimm das mal mit. Ich muss jetzt ganz kurz nachdenken, wie es hier gehen könnte. Also, wir müssen da hoch. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier lang. Habe ich hier eigentlich irgendwas übersehen damals, 86? Kann ich noch irgendwas machen? Haben wir irgendwas? Nein? Gut, dann müssen wir hier... vermutlich hoch. Dann gehen wir... Moment, ich muss das genau analysieren. Dann gehen wir hier lang. Und dann schleichen wir uns hier so rüber. Und dann... Wollen wir mal kurz gucken. Ich müsste wahrscheinlich so nach links leicht, ne? Leicht linkslastig laufen. Dann gehe ich mal ganz kurz hier... Ah, ciao. Wir sind immer noch an der Schere. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie suboptimal. Weil ich zweifle dran, dass das richtig sein wird. Weil im Moment, wenn ich jetzt hier so... Ich mache jetzt einfach mal so aus einer Laune raus. Also, Moment. Oh, das gibt tolles Foto. Oh, das gibt super Fotomaterial. Da hinten muss ich hin.
Kannst du ganz kurz die Waffe wegstecken? Das Problem ist ja. Das Problem ist ja. Das Problem ist ja bekannt. Ich muss die Fotoeinstellungen ändern. Okay, ich muss da hinten hin. Das heißt, wir eiern nochmal zurück. Da lang wird falsch sein. Ich muss bestimmt darüber. So wird es aussehen. Ich fahr ich jetzt hier mit der Seilbahn? Das mache ich jetzt einfach mal. Da war ich bestimmt schon drin, ne? Hier habe ich vermutlich alles abgegrast, ne? Ich frage mich jetzt... Oh. Hier... Oh. Das ist ja cool, das habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Dass man hier bei der Schüssel rauskommt, das ist ja cool. Nee, das habe ich beim letzten Mal tatsächlich nicht gesehen. Ist ja krass, was ein Noob, ey. Gut, hier sind wir auf jeden Fall schon mal da. Habe ich hier alles rausgeholt? Die ist leer, okay. Dann machen wir jetzt ganz vorsichtig wieder hier zurück. Hier hätte ich landen sollen auf dem Teil. Ich watschle mal hier rüber. Jetzt muss ich mal gucken. Es müsste der nächste Baum sein. Der? Ist es das da? Da gibt es auf jeden Fall eine Seilrutsche. Das müsste ja dann von da aus sein, ne? Ich könnte es mir vorstellen. Also. Einmal bitte... Hierhin? Ah. Ja, das wäre der Wahnsinn. Da brauche ich Seidenseil für. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, das hier zu bekommen. Das ist jetzt nicht der Punkt. Aber ich kriege ja nur das Spittengedöns. Naja, was wollt ihr denn? Mach nicht so eine Rally hier. Ich kriege ja jetzt hier nur Netzfaden. Ja, das ist der Punkt. Ich kriege doch nur Netzfaden. Kann ich denn... Das kann ich nicht im Inventar herstellen, ne? Ich brauche dafür das Spinnrad. Das sehe ich richtig, ne? Ja. Ach komm. Das ist doch alles nit. Das ist doch alles nit. Naja, dann. Gut. Gibt da Probleme? Ja, ich muss irgendwie hier runter. Und das ohne zu sterben. Ich weiß nicht, ob der Weg hier richtig ist. Es fühlt sich nicht so an. Ah doch, da bin ich ja hergekommen. Genau. Das ist ja super. Au! Ja, lass das doch mal. So was Unhöfliches. Ah. Okay. Einen Augenblick. Wenn ich hier in die Richtung gucke... Das ist alles so zum Stürzen, ne? Kommt man hier? Wie kommt man denn? Hä? Doch, was soll das denn? Hallo? Das ist aber... Ah, hier. Hier könnte es gehen. Oh, das...
Das war aber, das war haarscharf, du. Das war haarscharf. Das war haarscharf. Ich gehe jetzt nach Hause. Das ist dämliche Seikacke holen. Schmeier, du. Glaubt ja auch keiner. Glaubt ja auch keiner, dass ich 80 Jahre gebraucht habe, um rauszufinden, dass es da noch eine Seilrutsche gibt, die ich beim zweiten Mal bestimmt wieder nicht finde. Die ich da wieder suchen muss, wo es wieder peinlich wird. Jetzt hänge ich ja noch fest. Immer. Getötet von Unkraut. Ach, Spinne. Ja, da würde ich mich vielleicht dann wieder zu denen an der Eiche bewegen. Das fand ich irgendwie verhältnismäßig. Aber was ist da mit euch? So, pass mal auf. Wenn ihr Stress wollt, ne? Ist das überhaupt gar kein Problem. So. Dann können wir nämlich nochmal so als Alternative ein bisschen Milbe mitnehmen. Ich meine, wenn die dich schon angreife und du dich nicht wehrst. Dann kann man die auch mal locker töten. Und dann sind wir gleich da. Dann mache ich Seil. Das Schöne ist, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen was auf Halde dann. Bei mir ging es ja auch ein bisschen aus, das Seil, ne? Das ist ja jetzt schon auch die Wahrheit der Geschichte. Oh, hier ist ein Sprachfehler unterwegs. Nein, hier ist die Distel. Ich hab da. Also, wenn wir dann schon mal da sind, ne? Ich will jetzt nicht gierig erscheinen oder so. Aber erstmal schöpfen wir dann hier Wasser. Und in zweiter Instanz kannst du ja eigentlich diese Distelstacheln dann auch schon mal mitnehmen, ne? Also, wenn wir schon hier in der Nähe ist. Komm, das müsst ihr doch selber zugeben. Das ist doch förmlich perfekt gelaufen. Da, wo mir die Pfeile ausgehen in meiner Kiste, so von 300.000 auf nur noch 100.000, kann ich ja jetzt hier erstmal schön 80 Millionen Distelstacheln holen. Das ist ein ganzer Traum. Ich sag es euch, wie es ist. Es ist ein ganzer Traum. So, ich habe bestimmt ein paar übersehen. Seht's mir nach. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann aber ab dafür nach Hause. Ich habe meinen Trinkbehälter voll gemacht. Das ist auch was, wo ich ziemlich stolz drauf bin. Ihr könnt auch mal hier die Tür nutzen. Also wenn man sie schon hat. Perfekt. So, pass auf. Ich habe ja hier schon welche drin, ne? Das ist ja der tolle Punkt. Ich mache einfach aber noch ein paar mehr, falls ich noch eine zweite bauen muss. Ah, ich habe auch 9 schon auf Halde. Guck mal an. Ist ja irre. Was ich alles so schon habe. Ja, jetzt können wir auch den Behälter voll machen. Das ist jetzt auch egal. Oh, er wird sogar voll. Ich hätte eigentlich sogar noch die Distelstacheln am rumliegen. Ja, hier unten hast du dafür auch keinen Platz, ne? Wir hängen jetzt erstmal. Ja. Ach, das ist das Spinnrad. Ich war schon wieder kurz vor der Eskalationsstufe.